Ja, ja. Würdest du eigentlich gerne mal bei uns auf einer Show? Ich würde so tanzen? Gerne auf. Ja, scheiße. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Narco Lebrecht? Narco Lebrecht, ich hab persönlich so eine. Meine Version davon ist, es ist ein Smile and Burn Konzert. Also ich habe jetzt zwei von euch gesehen. Was euch fehlt, ist jemand, der euch ankündigt. Was euch fehlt, ist die dritte Show, die ich gesehen habe. Euch fehlt jemand, der sagt, ey, herzlich willkommen, bla 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 in Berlin. Schön, dass ihr es geschafft habt zu Smile and Burn. Aber die Idee ist, dass Narco Lebrecht, das ist eine Kunstfigur, die Philipp und ich irgendwann mal erfunden haben. Narco Lebrecht leidet an Narkolepsie und schläft halt ein. Während der Ansage, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu... fällt nur auf der Bühne und bleibt einfach liegen während der kompletten Show. Und das Geile ist, wenn ihr mal als Vorband auftretet, bleibt Narco Lebrecht auch während des Hauptacts. Du musst auch die ganze Zeit über die Person so drüber steigen. Das ist total nervig. Entweder das oder du wirst so langsam so rausgezogen. Aber auch so über drei Songs verteilt. Ganz langsam. Und das macht so ein Geräusch, so, weißt du, so, ob man eine Schallplatte rüberzieht, wo man so, wo kommt das Geräusch her? Egal, zieh weiter. Oder du bleibst die ganze Zeit liegen und es gibt keine Anzeigen zwischen den Songs, sondern hörst dich immer nur so ganz leise schnarchen. So ein eingespieltes Schnarchen. Und dann, man sieht immer nur so übertriebene Brustkorb sich heben und senken. Das muss natürlich über eine Pneumatik geregelt werden, die ich gerne aus einem Citroën ausbauen würde. Damit man es auch erkennt. So, ja, hallo, ja, Wachland, komm hier. Das ist hier, zack, jetzt gerade geht's ab. Das ist dein hier Ding. Nicht nur hier in deiner Fanta rumrühren, so. Auch mal da sein. Die Fanta habe ich. Da, Sprite. So, hier. Ah, oh Gott, wann kommt der? Boah, ist auch spät. Ich muss aber schon nach drei. Kommt dir gleich auf noch. Auf wie viele Konzerten war deine Frau mit? Also die kenne ich jetzt blöderweise gerade, deswegen tut mir leid, wir können gleich auch über deine Frau sprechen. Ja. Deine Fantasiefrau. Ja, kann ich nicht sagen, auf 10 mindestens. Ja? Bestimmt. Vielleicht. Oder vielleicht sind es nur 10. Auf. Das macht gerade keinen Zusammenhang. Es hat macht keinen Sinn. Nein, keinen Sinn. Der Sepp hat im Hintergrund eine 5 gezeigt. Das bedeutet aber 5 Minuten noch. Nein, auf 5 Konzerte. Ja, genau. Also 5 meiner Frau waren ungefähr Sepp, auf 3 Konzerte. Sepp, der seit Jahren ein Buch führt über deine Freundin. Fünf. Das sind höchstens 5 Konzerte auf die IFA. Woher weißt du, ich telefoniere jeden Abend mit dir. Ja, Caro, was ist heute Abend? Caro, was ist dein nächstes Mal in Burnshow, die du geplant hast? Hier, eine Frage muss ich noch stellen. Stell mal eine Frage, ich auch mal eine richtige. Jetzt machen wir jetzt eine richtige. Ich will mal wissen, Frage. Ich will jetzt mal wissen. Ich will jetzt mal wissen. Ich will schon halt wieder ins Matrix Maul, gehen. Halt doch mal Maul. Ich glaube, wir haben... Pass mal auf, ich will wissen... Warum? Wer von euch beiden ist dieser Philipp Müller? Nein, ey. Aber jetzt mal ein Scheiß. Wer von euch? Nein. Wenn ihr immer so voll seid wie ein Eimer und dann diese lustigen Videos macht, warum habt ihr noch nie so ein Hotelzimmer zerlegt? Warum habt ihr noch nie so richtig Rock gemacht? Haben wir. Wo? Also, zerlegt. Es also, war, wie ich schon sagte, immer England. Im entscheidenden Moment, da ziehen wir zurück. Wir haben irgendwann mal, Philipp und ich waren besoffen und haben so ein bisschen Spaß gemacht im Hotelzimmer. Und dann ist irgendwo von so einer Bettlampe so eine Glühbirne abgebrochen. Und das war dann der Moment, jetzt lass uns lieber schnell schlafen gehen. Moment. Ich steck die so ran, dass sie noch hält und hoffen wir, dass die Rezeption es nicht mitkriegt. Moment. Einer der Gründe war, warum die ist so abgebrochen. Wie geht denn überhaupt eine Glühbirne kaputt? Na, die Lampe. Ah, klatsch. Das ist halt so an der Lampe so abgebrochen. Moment, warte mal. Okay, so, warte, Moment. Der einer der Gründe, warum wir einen Rückzieher gemacht haben, war, dass wir nicht zu zweit in unserem Hotelzimmer waren, sondern es war nämlich noch eine dritte Person da. Fabian Wolli, unser Schlagzeuger, der lag nämlich schlafend auf der anderen Seite. Auf den wir, dadurch ist nämlich die Lampe kaputt gegangen, eine komplette Bettmatratze auf ihn drauf geschippert haben, die dann an der Lampe hängen geblieben ist, die Lampe kaputt gemacht hat. Und wir alle zusammen ich lag auf der Matratze und du lagst zwischen Matratze und der anderen Matratze. Und Wolli ist halt wach geworden und das ist nicht gut, wenn man ihn weckt. Nee. Aber er hat auch nichts gesagt. Er ist ins Bad gegangen. Wir haben einfach dann gesagt, wir lassen es jetzt. Wir werden aber auch ruhiger, habe ich so das Gefühl. Weil zum Beispiel Chris, unser Bassist, der langhaarige Schöne, den alle Frauen toll finden, der war ja unser Aushängeschild eine Zeit lang. Der war der Typ, der am besoffensten, am asozialsten und am lustigsten gerade... Schlafwandler? Nee, das ist Sascha, das ist unser Gitarrist. Ah. Den man auf, jetzt auch wie auf der Tour, den muss ich ins Bett schicken musste, weil als er vom Klo kam, sich verlaufen hat. Sascha hat es schon geschafft, sich, war es ein paar Jahre her, haben wir in einem Jugendzentrum gepennt und wir wollten alle pennen und Chris war halt zu der Zeit noch der Nachtaktiveste und der besoffenste von allen und Sascha hatte dann in dem Raum, den wir hatten, den hat er voll die Eingänge verbarrikadiert mit irgendwelchen Möbelstücken, weil er Angst hatte, dass Chris besoffen reinkommt und uns nervt. Sascha ist dann nur nachts aufgewacht und musste kotzen.
und ist dann über seine eigene Barrikade nicht rübergekommen und hat sich vor das eigene Bett gekotzt. Das war auch der Abend, wo ich im Bett lag und gesagt habe, Sascha, ich möchte schlafen, hier ist es irgendwie so eklig rauchig, kannst du das Fenster aufmachen? Und er hat die Nebelmaschine genommen, hat sie neben mein Bett gestellt und und hat die angemacht auch. Und weiß das aber nicht mehr. Volle Kanne, er hat es einfach gemacht. Warum, weiß man nicht genau. Sehr schön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön. Tschüss. Dann das nächste Gespräch führen wir ja mit seinen Eltern. Du hast ja leider keine Eltern mehr. Golfapplaus für Alexander. Nicht. Ja, wer ist er? Keine Ahnung, aber es war mir ein Fest mit dem. Philipp, egal. Nein, Alter, du bist egal, Interview. Ey. Du bist Interview.